Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Marisco Video Tutorial Serie. In diesem Video werden wir Ihnen die Marisco Methode und die dazugehörige Software vorstellen. Marisco steht für das adaptive Management von Risiken und Vulnerabilität in Schutzgebieten und wurde vom Center for Iconics and Ecosystem Management der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde entwickelt. Die Marisco Methode basiert auf den Open Standards for Conservation des Conservation Measurement Partnerships, unterscheidet sich aber durch die konsequente Umsetzung des ökosystembasierten Ansatzes und eine stärkere Berücksichtigung der sozialen Komponenten der sozial-ökologischen Systeme. Lag der Fokus zunächst auf Schutzgebieten, wurde die Methode im Laufe der Jahre immer weiter geöffnet und als ökosystembasierte und partizipative Diagnostik zum ganzheitlichen Management von Landschaften nutzbar gemacht. Dabei bekamen die sozialen Komponenten der sozial-ökologischen Systeme zunehmend einen höheren Stellenwert, was eine Erweiterung der Methode erforderlich machte. Die überarbeitete Version Marisco 2.0 umfasst 7 Phasen mit insgesamt 30 aufeinanderfolgenden Schritten. Während Phase 1 werden die Erwartungen an die Anwendung und die Motivation, diese durchzuführen, erfasst. Des Weiteren wird der räumliche Umfang der Anwendung festgelegt, sowie die erste Managementvision für das Zielgebiet formuliert. In Phase 2 steht der Mensch im Vordergrund. Ausgangspunkt der Analyse ist das menschliche Wohlergehen, das von sozialen Leistungen beeinflusst wird, die wiederum von sozialen Systemen erbracht werden. Zum Abschluss dieser Phase werden die Ökosystemleistungen identifiziert, die ebenfalls zum menschlichen Wohlergehen beitragen. Die Ergebnisse dieser und aller folgenden Phasen werden in einem systemischen Situationsmodell dargestellt. Phase 3 konzentriert sich auf die Ökosysteme und Komponenten, die sowohl natürliche als auch anthropogen geprägte Systeme beinhalten. Ihr Zustand wird mit Hilfe der ökologischen Schlüsselattribute beschrieben. In Phase 4 wird eine Problemanalyse durchgeführt, indem der Zustand der sozialen und ökologischen Systeme im Zielgebiet anhand von Stressen, Stresstreibern und zugrunde liegenden Faktoren und Ursachen beschrieben und bewertet werden. Nachdem die Problemanalyse abgeschlossen ist, werden in Phase 5 die bestehenden Managementstrategien identifiziert und analysiert sowie komplementäre Strategien entwickelt. Die Plausibilität und Effektivität der Strategien wird in Phase 6 mit Hilfe von Ergebniswirkungsnetzen geprüft. Diese dienen als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Monitoring- und Managementplänen, die in Phase 7 erstellt werden. Die Umsetzung dieser Pläne ist ebenso Bestandteil der letzten Phase wie das Management von Wissen und Nichtwissen. Ziel der Software ist es, den Anwenderinnen und Anwendern ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, welches sie durch die methodischen Marisco-Schritte führt, sowie Ergebnisse dokumentiert und für das Wissensmanagement aufbereitet. Mit innovativen Funktionen sollen das Entscheidungssystem den Nutzerinnen und Nutzern helfen, die Plausibilität der Effektivität von Strategien und Managementansätzen zu bewerten. Die Schrittfolge der Bewertung der Effektivität von existierenden und geplanten Managementmaßnahmen ist daraus ausgelegt, das Verständnis der Anwenderinnen und Anwender hinsichtlich der Problematik zu erweitern und auf Grundlage bereits bestehenden Wissens ihre Kompetenzen im Umgang mit Komplexität und Unsicherheit zu vergrößern.